Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Kühe tanzen aus der Reihe. Vor dem Rathaus wurde ein großes Westernfest gefeiert und Ryder und die Fellfreunde waren natürlich mittendrin. Feuerwehrhund Marshall hatte besonders viel Spaß an den Tänzen. Yeeha! Ich bin ein Kuhhund-Westerntänzer. Einfach toll, wie du das machst, Marshall. Aber nicht nur Marshall war ganz bei der Sache. Sie spielen Ihren Bass richtig toll, Frau Bürgermeisterin. Nett von dir, dass du das so sagst, Ryder. Der Westerntanz der Abenteuerbucht wird so gut wie noch nie, liebe Mitbürger. Ja, seht mal meinen Westerntanz-Superdreher. Marshall drehte sich so schnell um sich selbst, dass er nicht mehr anhalten konnte und auf Cockapoo-Dame Sky und das Huhn Henrietta zuwirbelte. Die sprangen vor Schreck in zwei Fässer, die am Rand standen. Doch Marshall traf sie. Die Fässer trudelten über den gesamten Rathausplatz und landeten in einigen Heuballen. Oh, oh. Das war wirklich ein Super-Duper-Dreher. Geht's dir gut, Henrietta? Henrietta begann, an einem Maiskolben zu picken. Tut mir leid, ich muss noch ein bisschen an der Drehung arbeiten. Am anderen Ende der kleinen Stadt fuhr gerade ein Zug in den Bahnhof ein. Bauer Alfred nutzte den Halt, um seinen 5 Kühen ein bisschen frisches Heu zu bringen und öffnete dazu die Tür des Waggons. Okay, immer ruhig mit den jungen Pferden. Ich meine natürlich Kühe. Das Hupen erschreckte die Kühe so sehr, dass sie aus dem Waggon stürmten und in alle Richtungen davonrannten. Nein, nein, warte, komm zurück! Betty, Berti, Gerti, Gusti, komm zurück! Das taten die Kühe aber nicht. Keine einzige. Eine von ihnen rannte jetzt quer über die Gleise. Wow! Und direkt in die Bahnhofstoilette hinein. Zwei andere Kühe überquerten die Hauptstraße der kleinen Stadt. Während die Fellfreunde immer noch das Westernfest genossen und Rocky und Chase gerade um die Wette Fässer Richtung Ziellinie rollten. Und der Sieger ist? Aber da stand schon jemand. Eine Kuh? Ja, eine Kuh. Wo kam die denn plötzlich her? Hallo, hier ist Ryder. Hallo Ryder, hier ist Alfred vom Muku Milchhof. Ich brauche Hilfe. Es ist ein Notfall. Bauer Alfred, vermissen Sie zufällig eine Kuh? Ich vermisse eine ganze Herde. Meine allerbesten Milchkühe sind aus dem Güterwagen weggelaufen. Hä? Woher weißt du das? Eine ist hier gerade vorbeigerannt. Ich muss die Kühe wieder auf den Zug verladen, bevor er ohne uns losfährt. Kann die Paw Patrol mir helfen? Natürlich können wir das. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein und keine Muku zu schnell. Danke, Ryder. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Yeeha! Sofort machten sich die Fellfreunde auf den Weg zur Einsatzzentrale. Vorneweg, Marshall. Dieses Mal bin ich nicht Letzter. Seht ihr, ich bin nicht Letzter. Er sprang tatsächlich zuerst in den gläsernen Fahrstuhl. Das war noch nie vorgekommen. Aber da kamen auch schon die anderen angerannt und liefen den kleinen Feuerwehrhund glatt über den Haufen. Jetzt stand er wieder draußen. Okay, jetzt bin ich Letzter. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung. Auf dem Weg ins oberste Stockwerk schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken, in denen alles verstaut war, was sie für ihren Auftrag vielleicht brauchen würden. Es konnte losgehen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Freunde. 5 Kühe von Bauer Alfred sind aus einem Güterwagen weggelaufen. Und jetzt rennen sie kreuz und quer durch die ganze Stadt. Wir müssen alle Kühe einfangen und wieder auf den Zug verladen, bevor er abfährt. Sky, du hältst aus der Luft Ausschau nach den Kühen, damit wir sie zusammentreiben können. Ich heb jetzt ab! Chase, wir brauchen dein Megafon, dann können wir die Kühe zum Zug treiben. Das ist ein Fall für Chase. Okay, Freunde, der Rest von euch kann wieder aufs Westernfest.
Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schon war Ryder auf dem Weg zu der großen Stange, die von der Einsatzzentrale direkt ins Erdgeschoss zu seinem roten Quad führte. Das konnte mit seinen dicken Reifen an Land und auf dem Wasser fahren und brachte Ryder überall hin. Sky flitzte zu der großen Rutsche mit den vielen Kurven hinüber und sauste darauf hinunter zu den Garagen, wo die Fahrzeuge der Fellfreunde standen. Im Nu saß sie in ihrem Hubschrauber und machte ihn startklar. Als nächster rutschte Schäferhund Chase die Rutsche hinunter und landete direkt in seinem Polizeiauto, auf das er so stolz war. Schnell überprüfte er noch das Blaulicht und den Rest der Ausrüstung und dann konnte es auch schon losgehen. Seite an Seite rasten Chase und Ryder über die Brücke und dann quer durch die kleine Stadt, während Sky vom Hubschrauber aus nach den Kühen Ausschau hielt. Genauso wie es Bauer Alfred tat. Und eines seiner Tiere hatte er bereits entdeckt. Komm zurück, Elfriede, bitte! Elfriede wollte aber nicht. Elfriede, komm zurück! Zwei Passanten waren wie angewurzelt stehen geblieben. Oh, Entschuldigung, das ist meine Kuh. Als Ryder und Chase den Bahnhof erreichten, rannte Elfriede gerade quer über die Gleise. Elfriede! Bauer Alfred! Hallo Ryder, gut, dass ihr gekommen seid. Der Zug fährt demnächst wieder ab. Ich muss meine Kühe unbedingt einfangen, sonst fährt er ohne uns weiter. Keine Sorge, wir treiben sie zusammen. Leg los, Chase. Wupp! Megafon! Wupp! Das Megafon befand sich in dem Rucksack auf Chase' Rücken. Juhu! Ey, Elfriede, geh schon! Er rannte der Kuh hinterher, überholte sie ha! Und hielt so schnell an, dass Elfriede ebenfalls stoppte und nun in die andere Richtung lief. Chase trieb sie weiter, direkt in den Waggon hinein. Eine haben wir, bleiben noch vier. Danke, Chase. Gut gemacht. Hoffentlich lassen sich alle Kühe so leicht zusammentreiben. Keine Sorge, sie behalten Elfriede im Auge. Wir treiben die anderen zusammen, bevor der Zug abfährt. Erleichtert hielt Bauer Alfred der Kuh ein bisschen Heu hin. Bitte sehr, meine Gute. Ryder und Chase saßen schon wieder in ihren Fahrzeugen. Huh? Oh, oh. Hört sich an wie ein Kuhstau. Lass uns los. Sie waren gerade wieder unterwegs, als Sky sich meldete. Ryder, zwei Kühe laufen mitten auf der Hauptstraße. Wir haben da unten große Verkehrsprobleme. Bin schon unterwegs. Chase, wir müssen die Kühe von der Straße kriegen. Aber wie? Chase, deine Sirene. Alles klar, Ryder. Die Sirene brachte die beiden Ausreißer so durcheinander, dass sie die Straße verließen und quer über die Wiese rannten. Aber Ryder und Chase blieben ihnen dicht auf den Fersen. Aber dann liefen die Tiere in unterschiedliche Richtungen. Die eine zurück Richtung Stadt, die andere zum Hof von Bäuerin Yumi. Du übernimmst die Kuh, Chase. Ich nehme die auf den Weg zu Yumi. Verstanden, Ryder. Komm her, Muku. Aber Ryder hatte nur noch Augen und Ohren für seine Kuh, die allerdings erst am Rand des Bauernhofes stehen blieb. Ha, ich hab dich. Von wegen. Bevor Ryder reagieren konnte, rutschte sein Quad eine sandige Stelle hinunter und er landete in einem Stapel Heuball, über den sich nun auch die Kuh hermachte. Direkt vor Ryders Augen. Chase, ich hab die eine auf Yumis Hof getrieben. Zum Glück hat sie Hunger. Und ich bring jetzt meine Kuh zu dir, Ryder. Kuh Nummer 4 war direkt zum Strand gelaufen und ließ sich von einem kleinen Mädchen gerade einen Strohhut aufsetzen. Was deren Mutter aber gar nicht lustig fand. Die Kuh machte so einen Satz, dass ihr der Hut vom Kopf flog und sprang in ein kleines Ruderboot, das auf den Wellen schaukelte. Oh nein, gar nicht gut. Sky hielt den Atem an, als sie sah, dass das Boot aufs Meer hinausgezogen wurde. Ryder? Eine Kuh treibt jetzt in einem Boot aufs Meer zu. Was? Labrador Zuma spielte gerade mit Bulldogge Rubble Hufeisenweitwurf auf dem Westernfest. Als der Chip an seinem Halsband anfing zu blinken. Zuma, wir brauchen dich. Eine Kuh treibt in einem Boot umher. Eine Kuh allein auf dem Wasser, das gibt's nicht. Du musst sofort dahin fahren. Schnell. Ich mach mich auf den Weg. Ab ins Wasser. Was wird mit unserem Spiel? Eine Kuh treibt in einem Boot umher. Eine Kuh allein auf dem Wasser? Das gibt's nicht. Doch, das gab es. Und das Boot trieb schon ziemlich weit draußen. Aber Zuma hatte schnell sein Luftkissenboot flott gemacht und holte den Ausreißer bald ein. Was sagt man dazu? Eine Matrosenkuh? Okay, keine Sorge, ich bring dich wieder an Land. Rettungsring.
Der Rettungsring war an einem langen Seil befestigt und legte sich nun genau über den Bootspfosten. Volltreffer! Komm schon, ich bring dich wieder auf festen Boden. Und von da ging es geradewegs zu Chase. Aber wo steckte Kuh Nummer 5? Ryder, eine Kuh ist an dem Gemüsestand von Herrn Pfeffer. Und sie frisst deinen ganzen Mais. Komisch, wie kommt sie denn bloß dahin? Na, ist ja auch egal. Okay, ich bin dran. Der Kuh schien der Mais besonders gut zu schmecken. Sie futterte nämlich immer noch, als Ryder neben ihr anhielt, während Chase die beiden anderen Kühe zum Bahnhof brachte. Hey, Betty! Ryder, der Zug fährt gleich ab. Hast du sie? Ja, wir haben alle Kühe gefunden. Wir müssen sie nur noch zum Zug bringen. Oh, beeilt euch, der Zug fährt gleich los. Ich kann nicht ohne meine Kühe fahren. Wir sind unterwegs. Doch erst einmal funkte Ryder Polizeihund Chase an. Hallo, Ryder. Hallo, Chase, wie geht's deinen Kühen? Sie sind satt und zufrieden. Kannst du sie allein zum Bahnhof bringen? Schaffst du das? Klar, kein Problem für mich. Chase hatte nämlich hinten an seinem Polizeiauto eine Ladung Heu befestigt. Und die beiden Kühe ließen es sich schmecken, während er sie so immer weiter lockte. Okay, dann treffen wir uns am Bahnhof. Also vorwärts, kleine Muku. Ha! Aber Betty senkte den Kopf und schnaubte böse. Oh oh. Dann machte sie einen Riesensatz über das Quad hinweg. Wow! Warte, komm zurück! Und lief dann weiter Richtung Stadt, wohin auch Chase unterwegs war. Und als sie das frische Heu roch, blieb sie ganz von selbst hinter dem Polizeiauto. Jeeha! Vorwärts, ihr kleinen Mu-Kühe! Das Westernfest vor dem Rathaus war unterdessen in vollem Gange. Und jetzt ist es Zeit für den Abenteuerbord-Western-Tanz! Los, Fellfreunde, kommt! Und Henrietta! Verbeugt euch schön und streckt den Po, die Abenteuerbucht gipfelt. Und so bildet eine Reihe, geht vor ein Stück, Reihe nach vorn und wieder zurück. Stampft und stampft in aller Ruhe. Vorsicht da vorn, da kommt eine Kuh. Da kam nicht nur eine Kuh, da kamen vier. Dahinter Ryder und Chase. Juhu! Hey, ha! Wow, ich komme mir gerade vor wie im Wilden Westen. Und dann noch der tolle Western-Tanz. Eine super tolle Tanzveranstaltung, Frau Bürgermeisterin. Ach, wie süß. Wirklich nett, dass du mir das sagst, Fellfreund. Während der Tanz weiterging, nahm Bauer Alfred seine Tiere in Empfang. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, alle sind da. Ach, Ryder, wie kann ich dir und den Helfern auf vier Pfoten danken? Das war einfach super. Es war lustig. Ein richtiges Cowboy-Abenteuer. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Jeeha reicht. Juhu! Der Zug setzte sich in Bewegung. Oh, es geht los. Bis bald. Und jetzt zurück zum Western-Tanz. Jeeha! Und den tanzten dieses Mal alle zusammen. Bleibt stehen, seht nur Marshall zu beim Drehen. Aber der kleine Dalmatiner war immer noch ein bisschen zu schnell. Ihr seid einfach toll, Fellfreunde. Und das hörten Marshall, Rubble, Sky, Zuma, Rocky und Chase wirklich sehr, sehr gern.